Hallo, herzlich willkommen zurück und wir starten direkt weiter. Wir machen direkt weiter eigentlich, ne? Mit unserem zweiten Lightning Talk und da geht es auch um quasi Grundlagen, nämlich um offene Daten und Umwelt von meiner Kollegin Lisa Liesling. Viel Spaß! Danke. Cool. Danke für die Anmoderation. Genau, ich bin Lisa oder Lislis, im Internet findet man mich oft und ich erzähle euch ganz viel über offene Daten und was Umwelt, unser Hauptthema dieses Wochenende, damit zu tun hat. Erstmal zu offenen Daten allgemein. Was ist das und wofür brauche ich das eigentlich? Offene Daten sind total vielfältig und ich finde, je mehr man sich damit beschäftigt, desto interessanter wird das Ganze eigentlich. Denn sie tauchen in super vielen Bereichen auf. Ich starte jetzt mal aus Gründen, hier in der Grafik bei Transport, weil Transport und Verkehr allgemein sind super faszinierende Datenquellen. Es geht darum, wie viele Leute benutzen wann, wo den Bus, welche Strecken sind besonders beliebt. Und wenn man diese Daten hat und auswerten kann, kann man zum Beispiel sagen, okay, eine Bustaktung hier muss von 15 Minuten auf 5 Minuten hochgenommen werden oder zum Beispiel an bestimmten Zeiten zumindest. Offene Daten in Geodäsie, also so Landvermessung oder wie sieht die Oberfläche der Welt so ein bisschen aus, kannst du darüber verraten, so wo man wirtschaftlich oder landwirtschaftlich arbeiten kann oder zum Beispiel Voraussagen zu treffen, wo in Gebirge Schneeschmelze zum Beispiel verheerende Folgen haben kann. Wir haben einen ganz riesigen Bereich Kultur, wo offene Kulturdaten zum Beispiel sagen, also nicht nur Kulturgüter oder Inhalte an sich, wie literarische Werke oder Gemälde sein können. Es geht auch um Metadaten, also zum Beispiel, welche Museen haben überhaupt welche Gemälde. Und was gerade in den letzten Jahren auch ziemlich cool ist und passiert ist, dass viele Museen tatsächlich auch die Ausstellungsstücke, die sie haben, qualitativ hochwertig digitalisieren und der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, weil sie gemeinfrei sind. Das sind dann Daten, die wir benutzen können, aber auch Material, das wir benutzen können für unsere eigene Arbeit. Wissenschaft hat total viele Daten, alles, was wo geforscht wird, wo gemessen wird, in allen Bereichen, überall fallen Daten an. Diese Daten können auch offen sein und von uns weiterverwendet werden. Passiert noch nicht so viel, aber hat total großes Potenzial, wenn es dann mal, ja, wenn es dann mal der Standard wird, dass einfach alle Forschungsdaten auch irgendwie mal offen zugänglich gemacht werden. Finanzdaten können total interessant sein mit Budgets von Haushalten der Kommunen oder der Länder, wenn man dann guckt, welches Geld war eingeplant, welche Gelder wurden tatsächlich ausgegeben und dann natürlich die Frage, was ist mit den Geldern, die nicht ausgegeben wurden. Ist auch so ein Tool der Rechenschaftspflicht, was man dann überhaupt den Abgeordneten oder was auch immer, in welchem im Bereich man sich befindet, den Abgeordneten auch sagen kann, so hey, ich habe dich nicht aus diesem Grund gewählt, dass du irgendwie Gelder veruntreust zum Beispiel. Statistik ist auch so ein bisschen so eine Metakategorie, weil natürlich kann man in allen anderen Bereichen auch Statistik irgendwie machen, aber auch Statistiken selbst können Open Data sein. Es kann darum gehen, Statistik über Bevölkerungswachstum oder Bevölkerungsabnahme, Geburtenraten, alles Mögliche kann irgendwie statistisch auch erfasst werden. Und wichtig ist aber auch, dass, oder besonders cool ist es, wenn die Statistiken selbst auch als offene Daten uns zur Verfügung stehen. Jetzt kommen wir so ein bisschen mehr in den klassischen Bereich von, was uns vielleicht mehr so als direkt als Umwelt auch interessieren könnte. Meteorologie ist ein großes Thema, Wetterdaten zu erfassen, zu messen. Wie viel Niederschlag gibt es bei mir im Vergleich zum letzten Jahr zum Beispiel? Oder ganz einfach, wie viele Unwetter oder wie verändert sich die Temperatur? Alles ist möglich, kann erfasst werden. Und dann gibt es noch einen Teil Umwelt, was schon aber auch in den ganzen anderen Teilen irgendwie wie vorkommt und auftaucht. Umwelt kann eigentlich alles sein, es kann von Energie, Müll, Abfall, aber auch hin zu, wie wir andere Ressourcen nutzen. Es ist ein ganz super spannendes Feld, zu gucken, wo fallen Daten an. Worauf ich eigentlich aber hinaus will, ist, dass Daten tatsächlich überall sind. Wir haben sie, genau, ihr schaut, wie das Wetter morgen wird, so wird es Sonntag auch noch regnen, dahinter liegen Daten. Ihr trinkt jetzt vielleicht noch keinen Wein, vielleicht ist für euch mehr so Kakao oder so interessant, aber es ist halt auch zu sehen, hinter jedem Produkt, das wir kaufen, stehen Produktdaten mit dem so, wo kommen die Ressourcen her, wo wird das angebaut, was ich jetzt endes konsumiere. Kann auch total spannend sein, zu versuchen, das in Daten nachzuvollziehen, was ist das, was ich kaufe. Und natürlich vielleicht auch am naheliegendsten eine Karte für
Dinge, die sich irgendwo befinden, wurden irgendwann mal, oder die sich auf einer Karte befinden, wurden irgendwann mal gemappt von einer Person, die aufgeschrieben hat, hey, das ist eine Geokoordinate und da befindet sich ein Kiosk und da kann ich irgendwie eine Mate kaufen oder so. Das alles sind Daten. Und das Bild finde ich spannend, weil wir Daten sind unser Mittel, um quasi objektiv unsere Welt zu beschreiben, weil jeder einzelne von uns sieht halt immer nur so einen Ausschnitt in der Welt und wir nehmen eine Welt so wahr, wie wir sie als Person wahrnehmen, aber das steht uns oft im Weg, wenn wir versuchen, die Welt als Ganzes, als System zu beschreiben, und Daten sind da halt unser Messpunkt, okay, das ist so unser Versuch, objektiv zu beschreiben, wie die Welt funktioniert und was, was passiert, und das machen wir schon sehr lange. Auf dem Bild gibt es jetzt Fahrkartenauszählerinnen, die per Hand U-Bahn-Fahrtickets auswerten, um zu gucken, wo fahren denn die Leute in der Londoner U-Bahn lang. Und das war bestimmt nicht einfach, Millionen von Tickets zu zählen. Und ich bin sehr froh, dass wir heute in der Zeit leben, wo wir das automatisiert machen können mit elektronischen Hilfsmitteln und Programmen. Wozu offene Daten? Da kann man ganz, ganz viel drüber reden. Ich glaube, für die Zeit, die begrenzt ist, leider, sage ich vielleicht nur Transparenz und Rechenschaftspflicht als Beispiel, weil, was ich eben schon angedeutet habe, mit Finanzdaten, aber auch mit anderen Daten kann man zum Beispiel sagen, man kann Regierungen oder andere Träger sagen, man kann sie accountable im Englischen, also man kann ihnen sagen, sie sollen Rechenschaft, oder man kann Rechenschaft einfordern, wenn das das richtige Wort ist, zu sagen, so, hey, ihr habt gesagt, so, ihr wollt in dieser Legislaturperiode 15 Spielplätze im Stadtgebiet bauen und man sieht aber halt, und das ist ein ganz einfacher Datenpunkt, weil man kann nachzählen, es wurden nur 2 gebaut, ihr habt euer Versprechen nicht eingehalten. Oder ihr sagt irgendwie, ihr wolltet so und so viel Geld ausgeben für Schulsanierungen und das ist nicht passiert, was ist da los? Also es ist, wenn wir Daten haben, haben wir halt auch eine Argumentationsgrundlage, die ganz essentiell ist, um Politik und auch Gesellschaft mitzugestalten. Das ist so ein ganzer Bereich von diesen Wörtern. Ich will noch kurz sagen, so, natürlich haben wir auch, generieren wir durch Daten auch neue Erkenntnisse, weil wenn wir über ein bestimmtes Thema nichts wissen, fangen wir an, das zu erforschen und zu messen und wir generieren Daten, die wir mit anderen Daten, die wir schon haben, kombinieren können. Wir können neue Modelle erstellen, wir können einfach mehr über die Welt erfahren und dann halt auch sagen, okay, jetzt verstehen wir dieses Problem besser, jetzt können wir eine neue Lösung dafür entwickeln. Und das ist so ein ganzer Strang an Innovation, der allein aus Daten entsteht. Das ist alles ziemlich cool, nur als kleiner Disclaimer, dass offene Daten eigentlich niemals personenbezogene Daten bedeuten. Es sind also irgendwie Namen, E-Mail-Adressen, Adressen, alles was irgendwie Hobbys oder so angeht, das sollte nicht als offene Daten veröffentlicht werden. Das ist ein wichtiger Grundsatz, den es zu beachten gilt, also persönliche Daten auf jeden Fall schützen. Das bezieht sich auch auf sicherheitsrelevante Daten und natürlich alles, was anderen Datenschutzrichtlinien unterliegt. So, ein bisschen mehr zu den technischen Herausforderungen. Ich habe es offene Daten für Mensch und Maschine genannt. Ihr kennt das vielleicht aus Open Source Software, dass eine Open Source Lizenz euch bestimmte Rechte zusichert. Und bei Open Data ist es genauso. Ich lese kurz das Quote vor von der Open Definition, wo Open Data definiert ist. Open Data and Content can be freely used, modified and shared by anyone for any purpose. Das heißt also so, wirklich jede Person kann mit diesen Daten machen, was sie, also sie verändern und dann auch wieder weiter verbreiten. Wichtig dabei ist, dass die Daten maschinenlesbar sind, denn wir wollen ja nicht wie die Ticketauszählerinnen irgendwie dann anfangen, irgendwelche Zettel aus irgendwelchen Konferenzen uns durchzulesen und dann möglich noch mit Strichlisten irgendwie dann Daten durchzählen. Wir wollen ja das coden, wir wollen, dass die Maschine uns diese Arbeit abnimmt. Wir brauchen einen offenen Zugriff auf diese Informationen, also sie sollen nicht irgendwo hinter irgendwelchen Paywalls stecken. Ich sage sie, dafür haben wir Internet und solche Sachen, wir können sie einfach digital online abfragen und uns runterladen. Deswegen ist halt auch so Sachen wie für Daten zu bezahlen, die eigentlich offen sein müssen, ist eigentlich auch ein Unding, was aber immer noch in vielen Verwaltungen vorliegt, leider. Universelle Beteiligung ist was, das vielleicht ein bisschen verwirrend kommuniziert hier, aber es geht prinzipiell darum, dass offene Daten wirklich für alle offen sind. Also ich kann jetzt nicht sagen,
Das ist eine Statistik, die die Leute in Berlin betrifft. Und das ist aber nur für Berliner und Leute aus Hamburg dürfen das nicht angucken. Das ist Bullshit, so sage ich mal. Wenn ich Daten veröffentliche, dann sind sie für alle öffentlich. Und das ist aber auch nicht nur im Positiven, sondern auch im Negativen, wenn man sich überlegt, okay, sind das jetzt Daten, die eventuell auch für kommerzielle Zwecke genutzt werden können. Wenn es offene Daten sind, können sie auch für kommerzielle Zwecke genutzt werden. Und das sind aber vielleicht Sachen, die man sich vorher überlegen sollte. Bin ich damit okay? Das ist auch so ein bisschen eine moralische Frage. Wiederverwendung und Wiedervergabe oder Weitergabe, das ist was, was ein bisschen so das Zwischenmenschliche in der Gesellschaft so ein bisschen betrifft, da gehe ich aber gleich nochmal genauer drauf ein. Zuerst nochmal technische Aspekte für die Maschine. Gute maschinenlesbare Sachen sind Datenbanken, das sind diese drei Scheiben übereinander, das ist so ein wunderbar sprechendes Datenbanksymbol oder alles, was irgendwie tabellarisch in Zeilen und Spalten aufgeteilt ist, also ich fände es vielleicht Excel oder OpenOffice Calc oder LibreOffice Calc oder die Formate CSV für kommaseparierte Werte oder TSV für tabseparierte Werte. Wenn wir programmieren, kann ich auch andere Sachen verwenden, solange das gut strukturiert ist, zum Beispiel JSON oder XML. Was wir leider oft auch haben, das sind mehr so schlechte Beispiele, wie irgendwelche PDFs, in denen irgendwelche Tabellen drin sind, noch so schön mit so Wassermarken obendrauf, damit man nicht richtig irgendwie da rauslesen kann. Und dann haben wir zwar irgendwie Informationen, sind aber dann trotzdem wieder an dem Punkt, wo wir dann sagen müssen, okay, muss ich das jetzt manuell abschreiben, wenn ich es auch nicht rauskopieren kann oder so. Und das ist dann so sehr ärgerlich, wenn doch die Daten so zum Greifen nah sind. Zu den rechtlichen Aspekten, es ist ganz wichtig, dass offene Daten oder jede Art von offenem Content tatsächlich unter einer Lizenz steht, die uns die Rechte zusichert, die wir haben, also die Benutzung und die Weiterverwendung. Es gibt da verschiedene, wahrscheinlich am populärsten erscheinende Lizenzen sind die Creative Commons. Ich habe da mal einen Strich gemacht. Es ist immer nicht so interessant für alle, deswegen lasse ich das jetzt auch damit sein, aber ihr könnt unter Creative Commons danach suchen und euch mal drüber lesen, was genau die verschiedenen Symbole und die verschiedenen Abstufungen bedeuten und was so als Free Culture License bezeichnet wird und was nicht. Vielleicht noch kurz auf der linken Seite, von euch aus links, richtig, habe ich noch die gemeinfrei und Public Domain Lizenzen. Das sind also alles Sachen, die früher mal unter Urheberrecht standen und jetzt aber auch frei benutzbar sind. Da sind wir wieder, ist vor allem relevant, glaube ich, für den kulturellen Datenbereich, wenn wir jetzt sagen, so, okay, diese Filme oder Bücher oder Bilder unterliegen nicht mehr dem Urheberrecht und wir können sie jetzt benutzen. Theoretisch müsste man da keine Lizenz angeben, dann ist aber oft auch unklar, ist das jetzt gemeinfrei oder habe ich das einfach irgendwo aus dem Internet geklaut und es gibt keine Lizenz. Deswegen ist es, finde ich, auch immer ganz nett, da halt CC0 oder Public Domain dazu zu schreiben, um klar zu machen, hey, das ist einfach Free Content und freie Daten, freies Wissen, was ich hier benutzen kann. So, give data a chance, so viel dazu. Jetzt will ich nochmal die Brücke schlagen in den letzten Minuten, die ich noch habe, zu Umweltdaten. Weil das ist so ein bisschen das Projekt, mit dem ich mich auf meiner Arbeit sehr viel beschäftige zurzeit, weil Umwelt hat tatsächlich sehr viel mit Daten zu tun. Wir haben verschiedene Projekte uns angeguckt. Die oberen zwei sind interessant, weil sie so aus dem Bereich Citizen Science kommen, also so wo Bürgerinnen und Bürger, die Zivilgesellschaft versucht wissenschaftlich zu arbeiten und wissenschaftlich Daten zu erheben. Blitzortung.org, da geht es tatsächlich darum, sich ein Blitzsensor nach Hause zu stellen, der dann halt misst oder erfassen kann, wann Blitzeinschläge stattfinden. Hier ist ein Screenshot von vor zwei Tagen, wo so ein Gewitterband über Italien so gezogen ist, mit so einer Live-Karte mit Blitzeinschlägen. Das sieht doch einfach ein bisschen cool aus. Bei Luftdateninfo ist dasselbe Prinzip, man baut sich einen Sensor, der Feinstaubdaten misst, um zu gucken, wie sauber oder wie belastet ist die Luft um mich herum. Und das kann aggregiert werden, ausgewertet werden, um größere Aussagen zu treffen. Unten links habe ich eine Visualisierung von der Morgenpost. Da geht es um Lärm oder Lautstärke in Berlin.
Man sieht es jetzt nur so ein bisschen, aber es gibt so ein relativ dunkelrotes Band, was sich über den Norden zieht. Das ist die Flugschneise des Flughafen Tegels, also so, wo tatsächlich viele Flugzeuge täglich starten und landen, was halt natürlich da die Anwohner stark belastet. Interessant wäre es jetzt zu sagen, okay, ich nehme jetzt die Lärmkarte, aber ich nehme auch die Feinstaubkarte und gucke so, welche Nachbarschaften sind tatsächlich von beidem stark belastet. Oder gibt es da Verbindungen zwischen den beiden, die besonders, die Anwohner da besonders betreffen? Wäre eine Idee. Rechts unten vielleicht noch ganz interessant, das ist tatsächlich nur so eine Art Lade, also die Seite war noch nicht fertig geladen, aber ich fand das so auch ganz cool, weil man dann besser sieht, was passiert, weil das war sehr bewölkt in den letzten Tagen. Es gibt das Copernicus-Projekt, oh nein, Zeit ist vorbei, das Copernicus-Projekt der Europäischen Raumfahrtagentur, der ESA, die sehr viel Satellitenbilder machen, um Fernerkundung zu machen, und man kann sich diese ganzen Bilder als Open Data runterladen tatsächlich. Es ist ein sehr großer, massiver Datensatz, aber vielleicht interessiert euch das auch. Es gibt Datenportale, ich bin auch schon way over time. Das Wichtige ist, und das lasse ich noch bis zum Schluss stehen, wir haben so eine Liste angefangen mit all den verschiedenen Ressourcen, die wir gefunden haben, was es überall gibt. Es ist ein Hackpad, ihr könnt es einfach auch Sachen, die ihr findet, mit da reinschreiben, was ihr cool findet, oder auch euch inspirieren lassen oder halt auch Sachen nutzen, die wir darin gefunden haben. Und dann mache ich jetzt hier Pause.